herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutschlandliebe. Ich bin am Meer, wie ihr seht, an der Ostsee auf Usedom und bin hier im Winter ein bisschen unterwegs, gucke mich ein bisschen um, was man hier so machen kann, wenn die meisten Touristen eben nicht da sind. Hier sind die Strände dann nämlich menschenleer und ja, was ich hier im Bademantel mache, das seht ihr gleich. Hey, hey, getting closer every day. Ich habe was Dummes vor. Ich gehe jetzt in die Ostsee schwimmen. Ich habe Angst, es wird so kalt. Oh Gott. Hier, da wird die Maren verschwimmen. Hierhin gehen wir übrigens nicht. Hast du Freunde gefunden? Ja, geht immer ganz schön schnell. Ich habe gar nichts gemacht. Und schon habe ich hier. Upsi! Ja, das ist interessant. Ah, ja. Da ist die Hallo. Zunge schneller. Hey, hey, oh. Ich habe ihm jetzt mal meine Mütze geliehen. Die brauche ich nicht und die ist auch ein bisschen kalt. Der hat ja auch nur eine kleine grüne Buchse an. Warum mache ich das hier überhaupt? Nämlich, weil es hier eine Tradition gibt, das Eisbaden nämlich. Und das ist ganz berühmt hier auf Usedom. Und hier an allen möglichen Stränden findet es statt. Immer so im Ende des Jahres und Anfang des Jahres. Und das ist, glaube ich, cool, aber halt auch kalt. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Ja, du kannst ja schon mal mit den Füßen testen jetzt, wie warm das so ist. Ach nee, so kalt ist es gar nicht. Es ist nur an Füßen kalt. Ich habe mich ein bisschen angestellt. Eigentlich ist es voll warm. Also die Ostsee ist extrem kalt, meine Füße spüre ich nicht mehr so richtig, aber ja, man muss sich einmal überwinden, da muss man einmal da so rein. Das ist gut für die Gesundheit, wenn man einmal sich so ein bisschen abkühlt. Und jetzt gehe ich gleich in die Sauna. Jetzt habe ich ja gerade wirklich echt gefroren und bin froh, dass ich jetzt hier ein bisschen Wellness machen kann. Ich bin jetzt im Strandhotel Ostseeblick und da hat man wirklich einen fantastischen Blick aufs Meer und einen sehr gemütlichen Wellnessbereich und einen ziemlich coolen Pool. Das zeige ich euch gleich alles, aber jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen aufwärmen. Also, wenn man in der Ostsee badet und man will es wieder warm haben, dann muss man hier hingehen und sich auf die Fliesen setzen. Das ist wie eine Wärmflasche. Ich arbeite mich jetzt so langsam vor, von 40 Grad auf 60, da warten dann 80 und danach gehe ich in den Pool. We'll be right back.
könnte auch noch ein bisschen hier bleiben. Aber wir müssen gleich zur Schokoladenmanufaktur. Auch nicht so schlecht. Wie gerade schon verkündet, mache ich jetzt Schokolade. Und zwar mit der Hand. Ich bin gespannt, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin hier in Wolgast in der Schokoladenmanufaktur. Da wird alles per Hand gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das da drin aussieht und was man da so machen kann. Ich darf jetzt Schokolade selber machen und die wird dann so bedruckt und dann sieht die aus wie eine Postkarte. Das gucken wir uns gleich mal an, ob das am Ende so aussieht wie sonst oder vielleicht nicht ganz so schön. Schauen wir mal. Oder besser. Das wäre natürlich optimal, dann bleibe ich gleich hier. Vielleicht darf ich eine Ausbildung machen. Als der Rest ist das schon, ne? Das ist nicht schlimm. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Der absolute Renner hier in der Schokoladenmanufaktur ist übrigens dieses kleine Set mit so kleinen Tässchen drin. Kostet 4,20 Euro. Ja, kostet 4,20 Euro. Und kann man sich ganz gut so beim Kaffee so reinziehen. Ich glaube, nehme ich mal mit für meine Oma, die freut sich bestimmt. So, das ist mit Holunderblüte drin. Hm. So. Lecker. Meine allererste Schokolade. Es hat jetzt 15 Minuten gedauert, dass die hart werden konnte und jetzt ist sie fertig. Von vorne so und von hinten so. Wunderschön. Jede dieser Tafeln kostet 3 Euro das Stück und ich werde mir ein paar aussuchen, die ich mit nach Hause nehme. Und zwar das hier, Vollmilch mit Salz und Karamell und Knoblauch Crisp, auch eine Idee. Ready? Zum Abschluss des Tages habe ich für euch noch ein echtes Schätzchen, nämlich das Wasserschloss Mellenthin. Das ist mitten auf Usedom und ist wirklich richtig schön. Also ich bin jetzt hier zum Abend hingekommen, ist wunderschön beleuchtet. Ich zeige es euch auf jeden Fall auch noch mal im Hellen. Aber ich führe euch mal ein bisschen durch. Und wir gucken uns das mal zusammen an, weil das ist wirklich wunderschön. Ich habe mich jetzt entschlossen, natürlich auch mal das hauseigene Bier zu probieren. Das sind 4 verschiedene Sorten. Das ist sehr fair übrigens. Das ganze Ding kostet 4 Euro. Und das ist einmal ein helles, dann habe ich hier ein dunkles. Das ist ein Weizen und das ist ein Kaffeebier. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt, aber ich probiere mich mal so durch. Also, cheers. Schmeckt schon mal lecker. Schmeckt halt nach Bier. Ich bin jetzt leider nicht so ein Bierkenner. Das ist dunkel. Oh ja, das finde ich noch geiler als das hier. Jetzt einmal das Weizen. Das ist auch lecker. Das ist was für, wenn es richtig warm draußen ist. Da muss man das kalt trinken. Ich glaube, das ist geil. Und jetzt hier das Speziellste von allen. Kaffeebier. Das ist geil. Und das ist speziell ein bisschen. Also die beiden finde ich am leckersten hier. Und das ist das Beste. Thank you.
im Laden vom Wasserschloss angekommen und es ist sehr geil, weil hier gibt es alles, was man braucht. Zum Beispiel diese ganzen Liköre, die hier in der Region angebaut werden und Marmeladen und lauter so Pralinen und so. Also hier kann man gut stöbern. Dieses kleine Lädchen, was es hier gibt, das ist untergebracht im allerältesten Teil dieses Wasserschlosses und das ist von 1200 irgendwas. Und hier war früher der Aufgang in den Turm da oben. Und man sieht schon, die Leute waren nicht so groß wie jetzt, ne? Wenn ihr euch übrigens für die Bäderarchitektur interessiert, die es hier auf Usedom gibt, dann müsst ihr unbedingt nach Bansin fahren, weil da gibt es nämlich wunderschöne alte Häuser, die jetzt umfunktioniert wurden zu Hotels. Da kann man gut drin wohnen und die ganze Promenade hier ist wunderschön, also zum Flanieren perfekt. Ich habe jetzt was sehr, sehr Geiles vor, nämlich mache ich eine Insel-Safari und werde ein bisschen das Hinterland von Usedom erkunden und vielleicht sehe ich ein paar Tiere, ich mache ein Picknick und zeige euch mal ein bisschen, wie die Natur da aussieht. Los geht's! Tschüss! Das, was ihr jetzt hinter mir seht, ist der Wolgastsee und der ist so klar, dass man da einfach draus trinken kann. Der war früher mal Trinkwassersee. Das ist ein bisschen wie in Schweden. Habt ihr vielleicht gesehen im Video? Kannst du einfach deine Flasche ins Wasser halten und dann einfach so trinken. Und wir gucken uns noch mal ein paar andere Sachen an. Aber dieser See hier zum Beispiel, der ist auch eine coole Badestelle, wenn ihr mal nicht ans Meer wollt. Ich kann jetzt was Cooles machen, nämlich ein bisschen auf dem Dach mitfahren. Und die Chance will ich mir natürlich nicht entgehen. Ich steige jetzt mal auf. Nur, dass ihr das wisst, das ist erlaubt, allerdings nur auf Waldwegen und auf Feldwegen und deswegen nicht irgendwo auf der Straße, aber das ist ganz cool. Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen Open Air und gucke mir die Gegend an. Geil! Ist jetzt hier ein kleines Picknick aufgebaut. Das ist bei jeder Tour dabei, wenn ihr eine macht. Dann bekommt ihr hier so einen kleinen Tisch serviert und da gibt es dann alle möglichen Sachen, die man sich so reinsnacken kann, bevor es dann wieder weitergeht. Herrlich. Mitten im Wald. Kleinen Snack. Das war sehr lecker. Das ist das Beste. Outdoor-Picknicks sind perfekt. Jetzt gibt es hier gerade ein Feuerchen und Kaffee und gleich geht's weiter. Nächster Programmpunkt auf meiner Tour ist Karls Erlebnisdorf. Das sieht sehr cool aus. Ihr seht, der Plan ist sehr groß. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen umgucken. Da gibt es sehr viel zu kaufen, aber auch sehr viel zu erleben. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Schauen wir uns mal an. Das ist sehr praktisch, wenn man mit Kindern hier ist, dann kann man denen so ein Bändchen ummachen, damit jeder weiß, wo die hingehören. Das mache ich jetzt mal für die Miri, damit wir die auch gleich wiederfinden. So, safe. Jetzt können wir losgehen. Das hier ist der Außenbereich von Karls Erlebnisdorf und das ist sehr, sehr schön gestaltet, muss man echt sagen. Also viel für Kinder. Wir zeigen euch so viel wir können. Wir dürfen natürlich die Kinder nicht mit draufnehmen, aber könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht, wenn die dann tatsächlich da zugange sind.
Stockbrot. Ich habe mir jetzt gerade hier so einen Brotstab gekauft und draußen eine Feuerschale. Da setzen wir uns jetzt mal hin und grillen. Dankeschön. Los. Karls-Erlebnisdorf ist auf jeden Fall ein Besuch wert, gerade für Familien cool. Aber auch wenn ihr vielleicht einfach ein bisschen was einkaufen wollt, dann könnt ihr hier mal richtig stöbern und gucken, was es so gibt. Jede Jahreszeit ist ein bisschen was anderes los. Ich habe jetzt noch was sehr Cooles vor, nämlich Eislaufen gehen, wie ihr gesehen habt. Das kann ich nicht so gut, aber ich probiere mein Bestes, mal so eine Pirouette zu machen oder so. Und ja, lass uns mal gucken, wie das da aussieht und was man da so machen kann. Dann kommt mal hier vorbei bei den Schamasen, dem Eishockey-Team. Dann könnt ihr da nämlich mal mittrainieren. Die suchen dringend Nachwuchs. Zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen was Kulinarisches, nämlich Pommern-Tapas. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen, die man sich hier im Restaurant Remise, in dem ich gerade bin, zusammenstellen kann. Das sind zum Beispiel hier ganz links Spanferkelbäckchen. Dann ist es eine Wildbratwurst, zum Beispiel Räucherlachs. Das ist geräucherte Ente. Das ist eine Wildschweinsalami. Und hier sind so kleine Königsberger Klopse. Ich suche mir mal so ein paar Sachen aus, die ich essen kann. Und ansonsten wird Miri mir da aushelfen, weil ich das Fleisch ja nicht esse, aber ich freue mich auf den Fisch. Sehr lecker. Mhm. Weil Maren ja Vegetarierin ist, werde ich jetzt hier mal die Bratwurst vernichten. Maren ist sicher lecker. Okay, dann bleibt ja auch nichts übrig, das ist gut. Ich esse den Senf. Und die Soße geht, oder? Und die Soße geht. Weil es so lecker war, habe ich jetzt noch mehr bestellt. Nämlich Räucherfilet von der Forelle mit Pumpernickel und Matthias Häckerle, nennt sich das. Sieht ein bisschen wild aus, aber ich bin mir sicher, es schmeckt. Das probiere ich mal als erstes. Achtung. Schau, so. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Die Probieraktion geht weiter. Jetzt gibt es für mich Räucherforelle. Und die gibt es mit Remoulade, das ist geil. Mmh. Lecker. Alles lecker. Und das ist geil, weil man hat so viele unterschiedliche Auswahl. Du kannst ja einfach so verschiedene Schälchen zusammenstellen und hast von jedem so ein bisschen. Das ist eigentlich ein perfektes Konzept. Ja, ihr habt gesehen, es hat sehr gut geschmeckt. Und nur damit ihr mal wisst, was da preislich auf euch zukommt, das sind 12,80 Euro für insgesamt so 6 Schälchen. Ihr könnt aber auch mehr oder weniger nehmen, wie ihr wollt. Aber es ist eine perfekte Auswahl von allem, was man hier so in der Region finden kann. Also wenn ihr mal Lust drauf habt, dann kommt nach Stolpe, zum Schloss Stolpe, ins Restaurant Remise, da findet ihr das alles. Meine Usedom-Tour neigt sich langsam dem Ende zu, aber ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich überall war. Gewohnt habe ich hier in Heringsdorf und war auch in Bansin und fahre jetzt gleich noch nach Ahlbeck, das sind die Kaiserbäder. Auf meiner Insel-Safari war ich hier unten unterwegs.
Und dann hier im Achterland. Gestern war ich an Karls Erlebnisdorf, das war hier. Jetzt fahre ich noch mal ganz kurz zum Wasserschloss Mellenthin und dann gucken wir uns das noch mal im Hellen an und danach geht's für mich nach Hause. Das war es jetzt auch leider schon wieder von mir und Usedom. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, selbst im Winter kann man hier einige Sachen machen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Also meine Inselsafari zum Beispiel war sehr, sehr cool. Und was perfekt ist, ist wirklich, wenn man lange am Strand spazieren gehen kann und keiner Menschenseele begegnet. Und danach macht man ein bisschen Wellness und hat wirklich einen entspannten Tag. Also wenn ihr da Lust drauf habt, im Winter einfach mal herzukommen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr schöne Ecken zu entdecken und viel Entspannung. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr drauf Lust habt. Auf geht's! Tschüss, Maren. Ja, tschüss. Tschüss.